Marvin Schwebe sammelte zuletzt mit Dynamo Dresden in der zweiten Liga Spielpraxis. Foto, deutsche Presseagentur Picture Alliance. Sebastian Kanert. Marvin Schwebe, 23, war das Torwarttalent in Hoffenheim. Deutscher Meister unter Julian Nagelsmann, 30, 2014 mit der A-Jugend. Aber der Weg nach oben war verbaut. Deswegen ließ er sich ausleihen. Jetzt löst er seinen Vertrag bei der TSG, bis 2019, auf. Bild erfuhr, Schwebe wird für 3 Jahre beim dänischen Vizemeister Brøndby Kopenhagen unterschreiben, Hoffenheim etwa 700.000 Euro Ablöse kassieren. Unter Stuttgarts Ex-Trainer Alexander Zorniger, 50, hat Schwebe die Chance, Nachfolger von Frederik Rönno, 25, zu werden. Dänemarks Nationalkeeper wechselt ja zu Eintracht Frankfurt. Bei der TSG sind die Torwartpositionen mit Baumann, Kobel und Stolz besetzt. Das war schon Schwebes Problem, weshalb er 2015 nach Osnabrück verliehen wurde. Dort schaffte es der ehemalige U21-Nationaltorwart, Niedersachsens Spieler des Jahres zu werden. Sprungbrett für 2 Jahre Dynamo Dresden in der 2. Liga. Jetzt endlich wird Schwebe erstklassig, trifft bei Brøndby auf einen Ex-Hoffenheimer. Matthias Jeißle, 30, ist dort Co-Trainer. Teilen Twitter, teilen auf Google+, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.